Also, mal jetzt mal davon abgesehen. Eine Sache wollte ich mal ganz kurz erwähnen, die mir schon, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und ich wollte das Ganze mal ansprechen. Ihr wisst ja, ich mache jetzt seit mittlerweile 4 Jahren diese ganze YouTube F1 News Geschichte. Und die Formel 1 befindet sich ja quasi, sagen wir mal, im Umbruch. Ne? Also früher die V12 Motoren, V10, V8, V6 jetzt. Jetzt kommen ja bald 2025 diese Zweitaktmotoren mit 18.000 Umdrehungen. Manche können es auch Rasenmähermotoren nennen. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was... Mal so rein theoretisch gesehen, was würde Mike machen, wenn die Formel 1 abgeschafft wird? Erst einmal, ich weiß ja nicht, wie lange ich YouTube noch machen möchte, ne? Und vor allen Dingen stellt sich die Frage, was mache ich denn hier auf Twitch? Aber ich habe 3 Möglichkeiten rausgesucht, die meiner Meinung nach ziemlich gut sind und die möchte ich euch mal vorstellen. Punkt 1 wäre die DTM. Ne? Könnte ich mir vorstellen, dass ich zum Beispiel zu den DTM-News switche? So als Beispiel sage ich jetzt mal. Warum? Ganz einfach, die DTM war schon immer eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe seit 2010. Allerdings stellt sich da die Frage, wie geht es 2020 weiter? Ja, also die ist ja, da ist ja auch so ein Gerücht, BMW eventuell mit GT3 Boliden kostet dann weniger, vielleicht irgendwie irgendwas. Hundertprozentig genau weiß ich nicht. Dann kann ich mir als zweiten ganz gut vorstellen, die Formel 1 Amerikas. IndyCar. Finde ich eine geile Serie. Ich müsste mich da zwar noch so ein bisschen einlesen. Die fahren, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ein 2,2 Liter Turbo mit 700 PS. Stimmt das? Darüber zu berichten wäre auch eine Option, falls es die Serie noch gibt. Aber eine einzige Serie, liebe Leute, könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, das dauerhaft zu machen, wenn ich noch wirklich die Motivation habe, YouTube-Videos zu machen, die Formel E. Gut. Es gibt natürlich Pro und Contra, was Formel E angeht. Und damit meine ich die Community. Manche finden sie gut, manche wiederum finden sie scheiße. Aber ich hätte ganz gerne mal eure Meinung zur Formel E, bitte. Ne? Also, die Formel E, darüber würde ich berichten. Klar, dann gibt es natürlich deutlich weniger Videos, ne? Weil da nicht wirklich so unfassbar viel passiert. Aber ich sag mal so, wie es ist. Die Formel E war generell schon eine Serie, die ich mir gerne angeguckt habe seit 2015, glaube ich, soweit ich weiß. Die macht mir Spaß. Alles sind die gleichen Autos. Viele unterschiedliche Sieger. Karambolagen gibt es da auch hin und wieder mal. Formel E ist Schmutz, sagt der eine. Formel E Schmutz-Sound. Macht einen Gaming-Kanal. Ich werde einen Teufel tun. Formel E ist Schmutz. Ist geil, weil Spannung mehr als F1. Ist ganz okay. Ist geil. Lieber Formel E als gar nichts. IndyCar feiere ich. Leute, manche haben auch gesagt, Formel E ist kein Racing. Wenn du 2 Bälle einen Berg runterrollen lässt, selbst das ist schon fast Racing. Also bitte. 1 in den Chat für IndyCar. Vertik schreibt nur 1 rein und der Rest folgt nicht. Eigentlich finde ich die Serie gut, aber jeder hat dieselben Voraussetzungen, also ja. Ich mag die Formel E, aber es ist nicht das Feeling der Formel 1. Ja, Pius, da gebe ich dir recht, ne? Es ist was vollkommen anderes, aber generell sage ich mal so, die Formel E kann man sich ruhig geben. IndyCar über Formel E. DTM und IndyCar sind ja mit Verbrennermotoren, soweit so gut, ne? Aber irgendwann muss man sich die Frage stellen, werden die nicht auch eingestampft? IndyCar ist langweilig, die fahren nur im Kreis. Eher mehr oval, aber ich verstehe, was du meinst. Wenn jetzt die Budget-Obergrenze kommt, wird die Formel 1 ja auch fairer und spannender. Vor allen Dingen, Philipp, das ist richtig, was du sagst, die Top-Teams werden eingebremst und sie haben mehr Geld für andere Serien. Mercedes zum Beispiel, sie überlegen ja auch, woanders reinzugehen. Und Ferrari wird ja mit IndyCar in Verbindung gebracht, ne? Also, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig, muss ich sagen.